Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dante's Inferno. Ich habe jetzt erstmal was getrunken, damit ich wieder bei Kräften bin. Ihr hoffentlich auch. Also ihr seid hoffentlich bei Kräften. Oh, und da ist ein Speicherpunkt. Den hätte ich ja in der letzten Folge noch benutzen können. Aber okay. Ja, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir sind ein großes Vieh geritten, was uns dann hier nach unten befördert hat und sind immer noch auf der Suche nach Beatrice, da sie anscheinend, da ihre Seele anscheinend für immer hier unten bleiben soll, was wir allerdings nicht wollen. Ist ja klar. So habe ich es jedenfalls jetzt verstanden. Ich hoffe, es war richtig. Und demnach sollten wir sie auch weiter suchen gehen. Ich werde jetzt mal nicht speichern, sondern werde hier mal langklettern. Verdammte erklettern. Bewege L in eine beliebige Richtung, um an den Verdammten hinauszugehen. Drücke X, um zu springen, oder 1, um zu rutschen. Okay, ja. Ich könnte jetzt wieder sagen, wie bei God of War. Ich tue es aber nicht, obwohl ich habe es jetzt gerade getan. Aber dann ist es auch egal. Wie bei God of War. So. Aber wirklich sehr stark. Also man kann... Wenn jetzt noch einer daherkommt und sagt, ich weiß gar nicht, wie du sagen kannst, dass es nicht eine God of War Kopie ist. Ist es doch überhaupt nicht. Dann muss ich sagen, lieber Freund, du hast was auf den Augen. Aber das soll ja nichts Schlechtes heißen. Ich muss es halt nur immer wieder vergleichen, das ist so instinktiv halt. Es ist, ich sage ja auch immer gerne, lieber gut geklaut als schlecht selber gemacht. Und bis jetzt gefällt mir das Spiel eigentlich relativ gut. Ich stehe auf so Schnetzelspiele und hier ist wieder ein Brunnen für Seelen, glaube ich, ne? Ja, okay. Und okay, der kotzt Leichen. Nicht schlecht. Ja, das Design war ja auch, als das Spiel rauskam oder so angekündigt wurde, war das Design auch ein ganz großes Thema, weil das wirklich abgefahren sein soll und was völlig anders sein soll. Und finde ich bis jetzt auch. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Ja, Spaltensprung kennen wir auch. Es gibt einen Endgegner, den habe ich schon gesehen, einen weiblichen Endgegner, der seine weiblichen Vorzüge auch gerne nutzt, um uns damit zu attackieren. So viel will ich jetzt mal verraten. Den kenne ich schon von diversen Videos. Ich weiß nicht, wann er im Spiel kommt oder wo, aber das ist vom Design her schon echt krank. Und ich bin gespannt drauf, wann dieses Vieh kommen wird. Und da steht schon wieder unser leicht blasser Kollege. Hallo. Hinabgestiegen in die Welt der Blinden. Bar jeder Furcht und Feigheit muss nun sein, denn an dieses Schlundes Fuß Acheron wirst finden. Es ist der Seelen bitteres Los, dem Weg zu folgen zu Charons Floß. Ja, und jetzt mal bitte auf Deutsch. Okay, wir müssen also zu Charons Floß. Charon, den dürften einige von euch vielleicht auch kennen, die alle God of War Teile gespielt haben, zumindest Chains of Olympus oder sich bei mir das LP angeguckt haben. Da mussten wir gegen Charon sogar kämpfen. Auf seinem Floß. Und mal gucken, ob wir es jetzt auch müssen. Wer weiß. Und der Kollege hier heißt Vergil, habe ich so verstanden. Ich habe aber immer gedacht, das heißt Virgil. 30 Silberlinge, du hast eine silberne Judas-Münze gefunden. Cool. Mehr Informationen? Was war das nochmal? Um Seelen freizuschalten, okay. Mal sehen, ob wir noch mehr finden. Ich weiß es ja nicht. Ja, und Virgil war ja auch, glaube ich, der Bruder von Dante aus Devil May Cry, oder? Aua. Ja, ich habe Devil May Cry nie so wirklich gespielt, weil mich einfach nicht angemacht hat, obwohl es ja eigentlich so in die gleiche Richtung schlägt. Aber es gibt... Ich habe es schon oft genug gesehen, um zu sagen, dass es nicht so mein Fall ist, leider. Naja. Aber es ist schön, wo so die ganze Inspiration herkommt und so. Oh, und da ist eine Glocke. Ob das die Fähre ruft, weil es war bei God of War nicht anders. Ich bring euch zu der Stadt der Schmerzen. Zu ewiglicher Bitternis. Lasst alle Hoffnung fahren. All die verlorenen Herzen. Oh. Okay, ist das nur Charons Floß oder war er das selber? Ein Floß mit einem Kopf vorne dran, auch nicht schlecht. Ja, Mana soll ich auch mal aufladen. Okay, und da liegt noch was. Was wollte ich nochmal sagen? Achso, ja, genau. Das Einzige, was mir bis jetzt an dem Spiel nicht gefällt, ist die Stimme von Dante. Die klingt irgendwie sehr komisch. Ungewollt komisch, muss ich dazu sagen. Was haben wir denn hier? Einen Schalter. Das war ja klar. Und natürlich werden wir auch direkt mal wieder von irgendwelchen ekelhaften Mistviechern angegriffen. Aber hey, mit unserem heiligen Lichtstrahl sollte das, glaube ich, kein Problem sein. Heiliger Lichtstrahl, so. Zack. Packen wir dich mal und werden dich mal erlösen. Obwohl, das sieht so heftig aus. Ich glaube kaum, dass es eine Erlösung ist. Weil ich meine, also ich kann mir nicht vorstellen, dass vor den Augen anderer Leute zu platzen irgendwie eine Erlösung ist. Aber okay. Ich will da jetzt nicht reinreden. Hier, bleib weg.
bekommt den heiligen Lichtstrahl zu spüren. Mal gucken, ob es auch noch mehr Lichtstrahler gibt. Vielleicht gibt es auch unheilige Lichtstrahle. Wer weiß das schon? Da. Oh, wie viele denn noch? Aber das verbraucht nichts an Mana oder sowas, ne? Das ist wie eine normale Attacke. Das finde ich gut. Ah, und da kommen wir mehr. Naja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen warten. Dann muss ich die Brücke wieder ziehen. Bleibt die nur auf kurze Dauer offen, oder was? Ja, anscheinend. Okay. Gut, dann muss ich wahrscheinlich die Brücke öffnen und dann so schnell wie es geht darüber. Denke ich mal, deswegen... Oh, deswegen machen wir es auch direkt mal. So. Zack, die Brücke verlängert. Wahrscheinlich hören die Gegner dann auch auf. Hoffe ich mal. What the? Okay, drüben. So, ihr könnt mich mal hier. Kriegt ein paar Kreuze. Frei Haus geliefert. So. Ich hoffe, die schmecken. Gut, ein weiterer Brunnen, der mir irgendwas gibt. Entweder Seelen oder wieder so eine Münze. Okay, Seelen. Und dann müssen wir wieder runter. Okay. Erinnert aber doch trotzdem alles an den Hades. Ist ja eigentlich so relativ dasselbe. Okay. Abwärts. Wohin gehen wir? Okay. Ich habe irgendwie Mitleid mit diesen verdammten Menschen. Aber vielleicht haben sie es auch nicht anders verdient. Wow. Das war ein tiefer Fall. Ein menschlicher Ziegenbock. Geil. Okay, warum ich jetzt gegen ihn kämpfen muss, weiß ich nicht. Ich finde, der Kollege hat mir eigentlich nichts getan, aber es sieht so aus wie der Wächter über dieses komische Gefängnis hier. Wäre jetzt mein Tipp. Oh, und wir können schon zum Finisher ansetzen, oder was? Ah, und wir können ihn erlösen. Das machen wir, das machen wir natürlich. Wollte ich eigentlich tun. Aber ich habe nicht, verdammt, ich habe nicht damit gerechnet, dass man eine andere Taste als Kreis drücken muss, um ihn zu erlösen. Aber anscheinend ist das so. Dann werden wir es bei dem Kollegen halt nochmal versuchen. Nein! Oder auch nicht. Ich habe wieder zu oft gedrückt. Verdammte Hacke. Dann löse ich dich immerhin. So. Ach ja, diese unabbrechbaren Kombos, die sind schon mal nicht so schön. So. Okay, ich guck mal kurz, wie viele Seelen ich wieder habe. Oh, 2400. Dann kaufe ich jetzt mal wieder was auf der dunklen Seite der Macht. Wie wäre es denn mit der Heimzahlung? Mit dem Konter. So, danke. Und auf Wiedersehen. Okay, und hier können wir irgendwas betätigen. Okay, ist wieder so ein... Okay, das ist wieder so ein Kurbelhebel. Zerstörbar. Funkelobjekte können zerstört werden. Ah, und das Ding bleibt nicht stehen, oder was? Gut, dann hole ich mir halt genug Anlauf, damit ich hier durchkomme. Hier muss ich wahrscheinlich auch durch, kann das sein? Anscheinend. Okay, und da wartet wieder der nette Kollege auf uns. Ich sag viel zu oft Kollege momentan. Ich kurbel mich aber mal weiter nach oben. Vielleicht ist hier noch irgendwas versteckt an den Seiten. Wer weiß. Vielleicht kann ich auch noch ein paar Leute befreien. Ah, seht ihr da? Tada! Da haben wir doch noch was. So, dann komm mal her. Und eine weitere Münze. Schön. Ich habe trotzdem noch nicht ganz verstanden, was die bringt. Also sie sollen uns Seelen bringen, aber die kriegen wir ja auch so. Vielleicht wird doch auch wieder unsere Energieleiste verlängert oder so. Ich habe keine Ahnung. Werden wir alles noch rausfinden. Ich mache erstmal ein paar Kisten kaputt, wie sich das gehört. Okay, da geht's anscheinend weiter. Dann rede ich lieber erstmal mit dem Typen. Hallo? Hier sammeln sich alle, die da kamen, zeternd am düsteren Strand, an dem der Fährmann harret jener, die schmähten Gottes Namen. Macht es dir Spaß zu dichten? Ich habe so das Gefühl. Das macht es für uns aber nicht leicht verständlicher. Naja, hier ist auf jeden Fall der Hafen von Charon, dem Fährmann, der die Seelen in die andere Welt bringt. Soweit weiß ich es schon. Ja. Und das ist ja jetzt mein zweites Blind-Projekt und ich habe auch schon viele Blind-Projekte bei anderen Let's Playern gesehen. Und viele machen es so, was ich irgendwie nicht verstehe, dass sie ihr Blind-Projekt vorher nochmal kurz anspielen. Dass sie es vorher erstmal offscreen antesten, sag ich mal, was ich irgendwie nicht verstehe. Warum machen die das? Um die Steuerung zu kapieren? Ich meine, ich kenne kein Spiel, was so komplex ist, dass man die Steuerung nicht kapiert. Außer vielleicht so richtig komplexe Rollenspiele vielleicht. Aber
Bei sowas hier, da bräuchte ich jetzt auch nicht anzuspielen. Also, wie die Steuerung funktioniert, weiß ich auch so. Okay, jetzt versuchen wir den Typen mal zu erlösen. Ah, jetzt muss ich Kreis drücken. Und katsching. Ah, schön. Sieht stylisch aus. So, ich mache die Teile mal kaputt. Kriege ein paar Dinger. Oh, was kann ich denn mit dir machen? Hallo. Pontius Pilatus. Seine Feigheit führte dazu, dass ein Einzelner für die Sünden aller büßte. Deshalb lasten im Nimbus die Sünden aller Menschen auf ihn. Ja, Pontius Pilatus, der ließ, wie er gerade schon gesagt hat, Jesus ans Kreuz nageln. Und das war zwar kein feiner Schachzug von ihm, aber wer die Passion Christi gesehen hat, der weiß, dass er eigentlich nicht so schlecht war, wenn man dem Film glauben kann. Deswegen erlöse ich ihn. Was? Ach so. Ach, okay, jetzt muss ich so ein kleines Tanzspiel, Minispiel machen. Oh Gott, geht das langsam. Ich kann es auch schon ein bisschen schneller machen. Meine Reflexe sind noch relativ in Ordnung. Da-da. Da-da. Hallo? Ich kann nur nichts dafür, wenn die Taste nicht reagiert. Vielleicht habe ich auch zu spät gedrückt. Ich weiß es nicht. So. Noch mehr? Okay, jetzt wird es auch schneller. Nur was bringt mir das, wenn ich jetzt... Ah, okay, ich fange seine Sünden ein. Aha. Okay, keine schlechte Idee. Bonus sehen. Ah, schön. Friede sei mit dir. Meine Seele ist frei. Ah, okay, nicht schlecht. Rechtschaffenheit, du hast Heiligkeitsstufe 1 erreicht. In dieser Stufe werden nun neue Fähigkeiten freigeschaltet. Dein Kreuz ist jetzt mächtiger. Neue Erfahrungsstufe, gesamte Erfahrung, sammle heilige Erfahrung, höhere Helligkeitsstufen. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Und dann können wir uns natürlich immer weiter ausbauen. Das heißt, die Seite hier wird relativ unbenutzt bleiben. Hier gibt es bestimmt auch geile Attacken. Der Gesundheitsbalken wird länger, aber das gibt es bestimmt auch hier, oder? Der Mana-Balken, der Gesundheitsbalken, ja. Ja, weil ich glaube, ich spiele erstmal die gute Seite und privat werde ich dann irgendwann nochmal die böse Seite spielen. Weil ich glaube, bei so einem Spiel macht es keinen Sinn, abwechselnd die Sachen zu spielen, weil dann werdet ihr nie zu einem vollen Ergebnis kommen, denke ich mal. Also ihr werdet dann, wenn man jetzt immer geteilt einmal gut, einmal böse spielt, dann kommt man, glaube ich, nicht zu einem Ende mit diesen Dingern hier. Dann wird eine Seite, werden beide Seiten nur auf der Hälfte der möglichen Anzahl sein und das ist blöd. Der Mana-Balken, der Gesundheitsbalken. Kann ich mir aber nicht kaufen. Dann kaufe ich mir hier halt was weiter. Göttliche Macht, Stufe 2. Ich kann mir aber gar nichts kaufen. Kostet also so viel. Ja, dann halt nicht. Ich könnte mir vielleicht noch da was kaufen. Weil die kann ich ja noch kaufen. Todeswind. Ja, dann kaufen wir halt die. So, bitteschön. Okay, cool. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay, 1-2 Minuten. Das heißt, ich kann noch ein bisschen was machen. Wie zum Beispiel die Tür auf. Oh, krass. Ein Goliath. Bei allen Heiligen, ich schwöre, allen fleischlichen Freuden zu entsagen, bis ich von diesem Kreuzzug zurückkehre. Ich habe mich dir hingegeben, weil ich weiß, dass du unserer Liebe die Treue hältst. Du hättest aufrichtig sein sollen zu diesem süßen jungen Ding. Aber nun bekomme ich den Preis. Lass sie gehen. Sie ist unschuldig. Nicht mehr lange. Ich gehöre jetzt ihm. Dich allein trifft die Schuld, heiliger Krieger. Du verdienst keine so aufrichtige und fromme junge Dame. Dieser miese Hund. Okay, das können wir ihm nicht einfach so überlassen. Und ich denke mal, wir werden ihm auch ordentlich in den Arsch treten, hoffentlich irgendwann. Aber bevor wir das tun, muss ich den Teil jetzt auch erstmal wieder beenden und würde sagen, das war's erstmal für Dantes Inferno. Das Spiel gefällt mir bis jetzt recht gut vom Stil her und von der Story ist es auch recht interessant. Und ich bin gespannt, was mich noch so erwarten wird und ihr hoffentlich auch. Deswegen sage ich jetzt erstmal, das war's und bis zum nächsten Teil. Bis dann. Hilfe!